Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 26. September 2017? Mond hat eine zunehmende Mondphase. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Schütze. Ich beginne mit den Schützengeborenen. Die Schützengeborenen können damit rechnen, dass ein unangenehmes Gespräch, eine unangenehme Nachricht kommt. Es kann auch Missverständnisse sein, aber das bringt die Schützengeborenen gerade aus der Ruhe. Kann auch bedeuten, dass die Schützengeborenen warten auf eine Nachricht, warten auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht und das beschäftigt die Schützengeborenen. Es ist Unbeweglichkeit. Die Schützengeborenen möchten etwas in Bewegung setzen und da sind Hindernisse. Es handelt sich um Bewegung. Kann auch bedeuten, dass die Sport läuft nicht so, wie sie sich das wünschen. Das sind auch Unbeweglichkeit. Oder die Auto springt nicht ein. Die Schützengeborenen können auch damit rechnen, dass Einflüsse kommen von außen und jemand verhält sich arrogant oder sogar aggressiv. Ein bisschen Geduld noch, bis sich die Situation beruhigt und eine Verbesserung kommt. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen bringen etwas in Ordnung. Sie beenden etwas und sie können endlich aufatmen. Dieses Thema ist erledigt und es ist ein gutes Gefühl. Und die Steinbockgeborenen verspüren auch diese Befreiung, aber verspüren auch die Kraft. Und mit dieser Kraft können sie etwas in Bewegung setzen und diese Bewegung nähert sich in kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen begeistert etwas. Sie genießen auch den Tag. Es kann passieren, dass die Wassermanngeborenen aktiv sind, die unternehmen etwas, trotzdem verspüren sie die Bedürfnis nach Ruhe und sie werden das auch sich erlauben, mal zurückziehen oder die Ruhe genießen oder mal zu Hause sein. Beide Richtung hat einen Einfluss auf die Wassermanngeborenen, auch die Aktivität, aber auch die Passivität. Etwas unternehmen, aber auch Zurückgezogenheit. Und diese beiden sollen die Wassermanngeborenen gerade im Gleichgewicht halten. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist Spannung da, besonders im Arbeitsplatz. Sie fühlen sich enttäuscht. Entweder sollen sie sich durchsetzen oder überlegen, dass sie sich beruflich etwas verändern. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen erreichen in einen Schnittpunkt in ihrem Leben. Das ist wie ein Knoten. Hier wirkt die Andromeda-Nebel. Das ist ein Knoten, ein Schnittpunkt, wo viele, viele Sterne zusammentreffen, wie in einer Linie. Und diesem Punkt heißt Vertex. Und das beeinflusst gerade die Wiedergeborenen. Und so erleben wir, ich gehöre auch dazu, ich bin auch in Tierkreiszeichen wiedergeboren, dass wir in einer Kreuzung stehen in unserem Lebensweg und treffen wichtige Entscheidungen. Und diese Entscheidungen, diese Veränderungen ist in allen Lebensbereichen, auch in der Liebe, Partnerschaft, aber auch in beruflichen Situationen oder Finanzen, Gesundheit, in allen Lebensbereichen ist möglich. Und jetzt kommen gute Einflüsse von außen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist etwas ruhig momentan. Es kommen keine Einflüsse von außen und trotzdem fühlen sie sich, die Stiergeborenen, etwas unsicher.
In kommenden Tagen kommt Bestätigung oder eine Nachricht und das beruhigt die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sind Hindernisse auf eine Reise. Kann auch bedeuten, dass diese Reise die innere Reise bedeutet und etwas bringt emotional die Zwillingsgeborenen gerade aus dem Gleichgewicht. Wichtig ist darauf achten, diese Hindernisse überwinden, die Ruhe bewahren und auf eine Reise, wenn es wirklich um eine Auslandsreise handelt, ein bisschen achtsam sein, weil da können Hindernisse auftreten und entsteht eine gewisse Unbeweglichkeit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben beruflichen Erfolg. Es ist alles in Ordnung, auch im Liebe, Partnerschaft und auch beruflich. Und es sind gute Einflüsse von außen. Trotzdem fühlen sie sich, die Krebsgeborenen, momentan noch unsicher. Eine Bestätigung oder Sicherheitsgefühl kommt in die kommenden Tagen und da erkennen die Krebsgeborenen etwas klar und deutlich. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Chancen, Möglichkeiten, die erweitern ihren Horizonten, auch die Freundeskreis, neue Kontakte ist möglich, aber auch im Beruflichen ist ein Aufstieg beginnt gerade bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen beunruhigt etwas, die Gespräche verlaufen nicht so gut. Hier können auch Missverständnisse entstehen, sogar ein Streit ist möglich. Das bringt die Jungfraugeborenen gerade aus dem Gleichgewicht. Und es ist wichtig, ihre Meinung zu vertreten oder sich zu wehren. Es kann unangenehm sein und das ist die Spannung, was im Augenblick die Jungfraugeborenen erleben, aber in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles und kommt wieder alles in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sollen selbst handeln, die Zügel selbst in Hand zu nehmen. Die Chancen, Möglichkeiten sind da, können unerwartete Ereignisse auftreten, aber nicht weglaufen, sondern diese Chancen auch bewusst wahrnehmen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen ein bisschen geduldig sein. Es ist alles ruhig, aber in den kommenden Tagen kommen Einflüsse von außen und kommt etwas in Form. Diese kosmische Energie ändert sich jeden Tag, sogar jede Stunde, weil jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, alles ist einzigartig, eine einzigartige Energie. Und wir Menschen sind auch einzigartig und jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig. Und diese Beschreibung, was ich vermittle hier bei diesem Tageshoroskopen, ist sehr allgemein. Ich kann nicht auf jede einzelne Person beschreiben, aber die Möglichkeit besteht, das maßgeschneidert anfertigen lassen. Und dann kann ich bestimmte Tage, bestimmte Termine ganz genau, sogar auf die Stunde genau beschreiben, wie den Tag abläuft. Wenn jemand da Interesse hat, unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.